dass man jemandem nicht vertrauen kann. Es kann vielleicht daher rühren, dass man schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass Vertrauen missbraucht worden ist, was natürlich sehr verletzend sein kann. Und darum kann es sein, dass man auch in ein Verhalten kommt oder in eine Vermeidung kommt und jemandem nicht vertrauen möchte, weil man eben Angst hat, dass das Vertrauen wieder missbraucht werden könnte. Und dort ist es wichtig, zum schauen oder zu sehen, dass vielleicht die Situation von früher nicht unbedingt etwas mit der jetzigen Situation zu tun hat, dass es wieder eine andere Situation ist. Und ja, dass man vielleicht dann gleich über seinen Schatten springt und vielleicht gleich mal jemandem etwas Kleines anvertraut. Das muss ja jetzt nicht gerade das tiefste Geheimnis sein. Und dann einfach mal schauen, was dem passiert, wie sich das anfühlt. Und so kann man sich die Möglichkeit geben, selber zu einer anderen Erfahrung machen, zu einer neuen Erfahrung machen. Und vielleicht zu merken, oh mal, die Person ist doch vertrauenswürdig und das, was ich ihr gesehen habe, ist gut aufgehoben. Und so kann man das allmählich überwinden. Es braucht natürlich Mut und man muss den Schritt wagen. Aber so kann Verhaltensweise sich immer mehr ausbilden und dann auch zu Gewohnheiten werden. Und die neuen Erfahrungen, die hoffentlich positiven Erfahrungen, unterstützen einem ja dann, indem man sich traut, mehr zu öffnen. Und der Help-Chat kann dort eben auch ein besonderer Vorteil sein, weil man sich ja nicht so exponieren muss, weil man ja anonym ist. Und wenn man ein Thema hat, wo besonders schambesetzt ist oder wo so ein Schuldthema zum Beispiel mit sich herumdreht, wo man niemandem so anvertrauen möchte, sich nicht traut, dort kann der Help-Chat eine erste Anlaufstelle sein, um sich einmal öffnen zu können. Also das ist das, was wir auch viel erleben, dass Leute sagen, sie sind die erste Person, der ich das jetzt anvertraut habe. Und ja, ich denke, in diesem Bereich kann man eine besondere Entlastung schaffen.